Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir haben heute hier in Bremen tatsächlich einen Tag Sommer. Ein Hauch von sommerlicher Wärme strömt durch Bremen. Und ich habe gerade Feierabend gemacht, dann war schon schulfrei. Und heute wird, wie es sich an einem Sommertag für uns gehört, gegrillt. Und das Besondere ist, heute grillt John. Juhu, ich habe das ja schon mal gemacht, aber ich konnte es dann lange nicht mehr machen und es hat mir auch eigentlich ziemlich Spaß gemacht. Also, weil ich gebe mir da auch Mühe. Meine Eltern essen dann ab und zu mal was, mache ich zwar auch, aber wenn überhaupt dann nur was Kleines, damit ich dann wieder da was machen kann. Also ich gebe mir da immer Mühe. Auf geht's, dann mal die Kohle anzünden. Ja, und während jetzt die Kohle durchglüht, gibt es hier erstmal ein sommerliches Getränk an diesem einen Sommertag in Bremen. Was haben wir denn da Feines überhaupt? Wir trinken leckeren Sekt mit Melonenlikör. Kann man mal trinken. Wir sind jetzt hier in Bremen in der Baumwollbörse und befinden uns in einem Paternoster. Das ist ein Personenaufzug aus vergangenen Zeiten, kann man sagen. Die wurden um 1870 wurden die erstmals gebaut und wurden dann 1974 in Deutschland verboten. Zumindest, dass man keine neuen mehr in Betrieb nehmen darf. Und hier in der Baumwollbörse in Bremen, wo wir jetzt gerade sind, da gibt es auch so ein Gerät und das ist schon was Besonderes, damit zu fahren. Man kann aussteigen zwischendurch, man kann aber auch immer im Kreis fahren, denn die Weiterfahrt ist, wie ich hier gerade gelesen habe, ungefährlich. So, sind wir in der zweiten Etage. Jetzt in der ersten, oder? Ich weiß nicht, was das ist. Irgendwie verwirrt mich das. So, jetzt kommen wir hier wieder runter. Jetzt die erste Etage. Und da treffen wir gleich einen Bekannten normalerweise. Naja, und wo ist sie denn? Weggezaubert, ne? Wo sind wir denn eben gewesen? Na, vielleicht kommt der Bekannte gleich. Jetzt ist die Weiterfahrt wieder ungefährlich. Jetzt geht's wieder. Hä, wo ist die? Was ist denn? Nein. Nein. Möchtest du auch mal? Nee. Was? Wollen wir nochmal? Ja, klar. Das sieht doch amerikanisch aus. Ja. Cool. Wir gehen hier durch, okay? Eins. Ja, das ist jetzt Zeichen. So, rüber. Irgendwas ist jetzt anders. Wow, Alter.
Los! Hände drin halten. Habt ihr doch drin. So, wir sind jetzt wieder in diesem komischen Fahrstuhl. Wie heißt er nochmal? Paternoster. Paternoster. Kommt wohl aus einem anderen Land oder so. Weil irgendwie hat sich das so ein bisschen komisch an, dieses Wort. Aber wenn man das jetzt, also es macht richtig Spaß, in diesem Fahrstuhl hier zu fahren. Weil hier gibt es einfach keine Türen und das ist einfach, es dreht sich einfach nur einmal rum. Ist auch ganz cool. Und es macht auch mehr Spaß, als einfach so in einem ganz normalen Fahrstuhl zu sein. Weil ich habe ja eigentlich in einem Fahrstuhl Angst, weil ich habe schon viele Filme gesehen, wo der so stecken bleibt. Aber hier habe ich keine Angst, weil irgendwie macht das besonders Spaß. Also kann man nicht beschreiben, dieses Gefühl. Irgendwie ist das voll cool. Man sieht zwar nur Etagen und so, aber es macht Spaß irgendwie. Der Schlachte bei den Paulaners und ich habe mir jetzt hier ein Eis geholt. Schokominze und Erdbeere. Da hinten ist nämlich noch eine Eisdiele und hier ist heute richtig was los. Wir haben nämlich schon was gesehen, dass sie da was hinten aufgebaut haben. Und ja, genießen wir erstmal mein Eis. Und wer ist wieder da? Wer ist zurück? Wer ist heute zurück? Der Sommer. Das Wetter stimmt. Heute ist hier übrigens an der Schlachte Summer Lounge. Es gibt bis 24 Uhr. Naja, außer dass hier jetzt Lautsprecherboxen aufgestellt sind, wo Musik rauskommt, ist hier eigentlich nicht viel anders, ne? Ja doch. Okay, mehr los. Das Bier schmeckt wie immer. Bier vielleicht. Tag, neues Glück. Wir haben Glück, denn auch heute scheint die Sonne. Wer hätte das gedacht? Wir haben ja immer noch August und wir haben jetzt Wochenende, das heute beginnt. Und heute machen wir mal was eher, was so die Erwachsenen gut finden, nämlich wir gehen auf ein Bierfest beim Kuhhirten und was Spannendes ist noch nicht passiert, aber da hinten ist noch eine Band, die wird irgendwann anfangen mit Musik und ja, bin aufgeregt. Aufgeregt, ja. Ich freue mich auf mein erstes Bier, denn hier ist heute ja ein Bierfestival. Ich bin sehr gespannt, was es geben wird. Wir sind mit den Ersten hier, die überhaupt hier sind. Macht nichts, haben wir noch ein bisschen Sonne, denn nachher ist hier wahrscheinlich nur noch Schatten, wenn die Sonne noch tiefer geht, weil ja überall Bäume drumherum sind.
jetzt mal wieder eine Challenge machen. Wird mal wieder Zeit. Zwischendurch mal eben, hier, weil gerade die Musik eine Pause macht. Ja. Ja, hier sieht man nämlich hinten eine Stange. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt sieht. Ein Klettergerüst ist da, jawohl. Und dort wollen wir uns mal ranhängen. Und die Challenge heißt, wer schafft länger, oder? Wer schafft länger, sich da dran zu hängen? Ja, und mal sehen, wer das. Gut. Das erste schafft er. So, auf die. Warte. Ja, eins. Wenn du hängst, hänge ich auch. Eins, zwei, drei. Ich hoffe, das ist lang. Aua. Ja, aua. Das ist bei mir auch aua. Hör bitte auf, Mama. Bitte, tu es mich. Nee, doch, jetzt weiß ich. Hier, auch alles rot. Es ist 8 Uhr morgens und wir liegen noch im Bett. Ich bin nämlich gerade runtergekommen in das Bett von meinen Eltern. Und wir wissen noch nicht, was wir für den neuen Vlog filmen sollen. Und das ist wirklich, weil wir haben schon ziemlich viel gemacht, so insgesamt. Also ja, wir haben jetzt ja über 50 Videos schon gemacht und wir haben uns bemüht, dass wir in jedem Video irgendwas unternehmen und dabei den Vlog entstehen lassen. Aber so langsam muss ich mal sagen, haben wir alles gemacht. Vielleicht hat ja mal jemand von euch noch eine Idee. Das könnte man vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall wäre das mal, ja, vielleicht kommt ja mal was anderes dabei heraus. Und falls nicht, machen wir so weiter wie gewohnt. Erstmal freue ich mich auf jeden Fall, dass ich hier durchs Fenster gucke und dass die Sonne scheint. Ist ja in diesem Sommer, wie wir schon so oft gesagt haben, hier in Norddeutschland zumindest, in diesem Jahr keine Selbstverständlichkeit. Wir machen eine Radtour und wir wollen wieder versuchen, an dieses selbe Ziel zu kommen. Dreimal ist Bremer recht, sagt man hier in Bremen. Und beim dritten Mal haben wir es auch nun endlich geschafft, eine Radtour zu machen. Das Wetter ist bombig und die Gegend hier einmalig schön. Das heißt hier Blockland. Wir fahren hier auf dem Wümmedeich entlang. Und wie gefällt es dir hier so? Ganz gut, eigentlich, weil ich bin ziemlich kaputt hier und ich kann nicht mehr lange. Ja, das kennen wir schon, das Problem, ne? Ja. Aber da sagen wir mal, üben, üben, üben und trainieren. Was heißt das jetzt? Das heißt, je mehr man mit dem Fahrrad fährt, umso weniger ist es anstrengend. Dann sag ich mal, der Rückweg. Der Rückweg, ja, der wird es dann noch bringen.
Hause beim Platzhirsch und dann geht's nach Hause. Und diese ganzen Vlogs, die wir ja machen, sind ja nur für euch. Und man hat ja auch noch gesehen, als wir noch im Bett lagen, wir wussten nicht, was wir heute machen sollen. So. Und dann könnt ihr ja auch mal eure Ideen in die Kommentare schreiben, weil wir lesen wirklich jedes einzelne Kommentar von euch durch. Und dann war es das jetzt auch mit diesem Vlog. Ich hoffe, dass er euch gefallen hat und abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.